366 Bärengeschichten von Man Jansen. 21. Mai. Eine Landkarte. Professor Tirelier schlurft zu einem Schrank in der Ecke des Zimmers und nachdem er eine Weile gesucht hat, bringt er eine große Rolle zum Vorschein. »Lasst uns mal sehen, wie weit es in den Süden ist«, sagt er und rollt eine Landkarte auf dem Tisch aus. Die Karte ist ganz staubig. Alle stellen sich neugierig um die Karte herum. »Diese Karte hat mein sehr verehrter Ur-Urgroßvater gemacht. Der war Weltreisender, weißt du? Er hat beinahe jedes Land besucht. Und als er mit dem Reisen aufhörte, hat er diese Karte gezeichnet. Wirklich sehr gescheit, aber das liegt eben in der Familie.« Rum bläst den Staub von der Karte, woraufhin alle laut niesen müssen. Dann zeigt der Professor ihnen auf der Karte, wo sie jetzt sind. 22. Mai. Dort müssen wir hin. Tja, wirklich, ein großer Künstler, mein Ur-Urgroßvater. Seht mal, wie schön alles gezeichnet ist. Ja, ja, aber wo ist jetzt die vierte Pforte? Fragt Brumm ungeduldig. Die vierte Pforte, die ist hier. Der Professor zeigt auf ein großes Kreuz auf der anderen Seite der Karte. »Ist das nicht furchtbar weit?« fragt Irwitz. »Ja, das ist sehr weit weg«, sagt Pum. »So weit fliegt nicht einmal mein Teppich.« Der Professor erklärt, »Zuerst muss man durch das Zirkusland, dann über das Meer und dann noch durch den Urwald und durch die Wüste. Schließlich kommt man zum Schloss von Zauberer Grock. Er wohnt ganz in der Nähe der vierten Pforte.« »Oh, ja«, ruft Brumm begeistert, »Zauberer Grock. Von dem hat Tante Lobelia auch gesprochen. Dort müssen wir hin.« Irwitz hat so seine Bedenken. »Das wird, glaube ich, eine sehr lange Reise«, sagt er. 23. Mai. Noch eine Erfindung. Am nächsten Tag sind alle sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die große Reise. »Hast du den Professor gesehen?«, fragt Brumm. »Ja, er ist schon den ganzen Morgen in der Scheune, aber ich weiß nicht, was er dort treibt. Wollen wir einmal nachschauen gehen?« Aus der Scheune hört man allerlei seltsame Geräusche. Brumm und Irwitz sehen vorsichtig hinein. »Hallo, Freunde«, hören sie die heitere Stimme des Professors. »Kommt doch näher und bewundert meine letzte geniale Erfindung. Dieser Ballon bringt euch überall hin.« 24. Mai. Ein Ballon mit einem Dach. Stolz steht Professor Tirelier zwischen farbigen Stofflappen, die an allen Ecken vibrieren und dann größer werden. Der farbige Ballon wird so groß, dass er die ganze Scheune ausfüllt und alle schnell hinauslaufen. »Wie kriegen Sie jetzt den Ballon wieder aus der Scheune?«, fragt Brumm den Professor. Aber bevor dieser antworten kann, kracht die Scheune schon gefährlich. Brumm tritt sicherheitshalber einen Schritt zurück. Dann löst sich das Dach und darunter wird der Ballon sichtbar. »Genial«, ruft der Professor aufgeregt. »Ein Ballon mit Dach, eine ausgezeichnete Erfindung gegen Regen.« 25. Mai. Der Ballon hebt ab. Als der Ballon zur Abfahrt bereit ist, kommt der schwere Augenblick des Abschiednehmens. Ludwig steht etwas hölzern da, während Pum ungeschickt an seiner Schubkarre dreht. Nur Professor Tirelier redet pausenlos über seine großartige Entdeckung, ein Ballon mit Dach. »Und ihr müsst euch in diesen Korb stellen«, erklärt er weiter. »Wenn du an diesem Seil ziehst, fliegt ihr nach links, an diesem Seil nach rechts und...« Aber Brumm hört nicht richtig zu. Es ist auch wirklich nicht leicht, sich von so guten Freunden zu verabschieden. »Weißt du jetzt, was du machen sollst?«, fragt ihn der Professor. »Jawohl«, antwortet Brumm. »Mit diesem fliege ich nach links und mit dem...« Da geschieht das Unvermeidliche. Brumm zieht am falschen Seil und der Ballon hebt mit einem Ruck ab.